Stell dir vor, du gehst in den Supermarkt einkaufen. Du legst dir namhafte Artikel wie Milka-Schokolade oder Römerquelle-Mineralwasser in den Einkaufswagen. Dann der kurze Blick auf dein Apple-Smartphone, um die Einkaufsliste zu überprüfen. Soweit nichts Ungewöhnliches, doch hast du gewusst, dass du jetzt genau in der Sekunde am Erfolg diverser Unternehmen mitverdienen kannst? Mitten in deinem Alltag? Wie das genau funktioniert, erkläre ich dir im heutigen Video. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier am Kanal von Finanzen verstehen. Mein Name ist Matthias Reiter und heute soll es darum gehen, wie du an deinem Alltag mitverdienen kannst. Da ich dir hier ein österreichisches Finanzprodukt vorstelle, möchte ich vorab klarstellen, dass der Inhalt im Video nur der allgemeinen Information dienen soll und keine Aufforderung zum Kauf gewisser Finanzprodukte darstellen soll. Konkret geht es um Own360, eine App, in der du komplett kostenlos einen aktiv gemanagten Fonds besparen kannst. Aber alles der Reihe nach. Starten wir zuerst mit dem Unternehmen und den Gedanken, als das Produkt Own360 noch in den Kinderschuhen stand. Das heutige Own360 wurde im Jahr 2015 von 4 Gründern ins Leben gerufen, damals noch unter dem Namen Own Austria. Das Ziel der Gründer war es, ein Finanzprodukt zu schaffen, das man ohne schlechten Gewissen Freunden und Familie empfehlen kann. Vor allem in einem Land wie Österreich ist das eine echte Herausforderung. Nachdem das Finanzwissen der Österreicher nicht gerade das Beste ist, war ganz schnell klar, dass auch das Thema Bildung im zukünftigen Produkt nicht zu kurz kommen darf. Kein Fachchinesisch, das erst entschlüsselt werden muss, sondern wirklich leichtes und verständliches Finanzwissen sollte vermittelt werden. Mit Warren Buffett als Vorbild, der ja langfristiges Buy-and-Hold-Investieren predigt, war den Gründern sehr rasch klar, dass sie etwas schaffen müssen, das den Anleger nicht zum Zocken verleitet. Ihnen war also bewusst, dass sie ein Produkt schaffen müssen, welches das unter Anführungszeichen langweilige, langfristige Investieren in den Vordergrund stellt. Heraus kam dann eine App. Eine App, in der der Anleger gleichzeitig ein Depot hat, in der er sein Investmentfonds besparen kann und einen Newsfeed, in dem das Team von Own360 Inhalte von Unternehmen präsentiert, die im Fonds enthalten sind. Mit diesem Produkt ist es den Gründern gelungen, ein Finanzprodukt zu entwickeln, das jedem die Möglichkeit gibt, an der Wirtschaft mitzuverdienen. Aktuell zählt Own360 über 15.000 Anleger und täglich werden es mehr. Die Sparsumme der gesamten Community in den Sparplan beträgt monatlich über 1 Million Euro. Um es auf den Punkt zu bringen, in der Own360 App kannst du einfach und unkompliziert in den Own360 Community Fonds investieren und im Newsfeed erhältst du nützliches Finanzwissen obendrauf. Und so entwickelst du dein Finanzwissen laufend weiter. Der Fonds wird übrigens von einem der Gründer gemanagt, das ist in dem Fall Thomas Nies, ein erfahrener Fondsmanager, der sich nun dafür einsetzt, dass jeder den Zugang zum Kapitalmarkt bekommt. Den Fonds kannst du per Sparplan bereits ab einer Sparsumme von 10 Euro besparen. Du kannst den Sparplan jederzeit erhöhen, pausieren oder auch wieder reduzieren. Du siehst also, mit einem Fondssparplan bei Own360 bist du extrem flexibel. Wenn du eine größere Summe Geld hast und die veranlagen möchtest, kannst du diese ebenfalls in den Community-Fonds anlegen. Einfach eine Einmalzahlung in Auftrag geben und dein Geld wird gegen Fondsanteile getauscht. Natürlich steht das langfristige Investieren im Vordergrund, aber das heißt nicht, dass du nicht auf dein Geld zugreifen kannst. Im Gegenteil, theoretisch kannst du deine Fondsanteile jederzeit verkaufen. Der Marktwert der Anteile ist nach wenigen Tagen bereits auf deinem hinterlegten Referenzkonto. Dein Geld ist also nicht gebunden, aber natürlich gibt es bessere und schlechtere Zeitpunkte für den Verkauf von Fondsanteilen. Auch hier gilt, investiere immer nur das Geld, das du nicht zum täglichen Leben brauchst. Seit September 2020 investiert jeder neue Anleger, welcher einen neuen Sparplan startet, ausschließlich in den Own360 Community Fonds, welcher Anfang 2018 aufgelegt wurde. Keep it simple and short, sage ich sehr gerne. Mit dem Community Fonds bist du bestens bedient. Den bespare ich persönlich selber auch und die Rendite kann sich echt sehen lassen. Seit der Auflage konnte der Fonds bereits über 34% zulegen, was gleichzeitig eine Rendite von über 8% pro Jahr für den Anleger bedeutet. Zum Vergleich, am Sparbuch gibt es im Jahr 0,03% und am Tagesgeldkonto eventuell 0,3%, wenn du das Geld bindest. Geografisch ist der Community Fonds stark in Europa investiert, aber auch die USA sind hier vertreten. Zu den größten Positionen im Fonds zählen aktuell 3 Unternehmen, die du vermutlich aus deinem Alltag bereits bestens kennst. In Summe sind aktuell knapp 300 Unternehmen im Fonds vertreten. Welche das genau sind, siehst du auf der Website own360.app. Dort siehst du dann die ganzen Firmenlogos. Wenn du dann auf eines dieser Logos klickst, bekommst du zudem einige Informationen zu dem Unternehmen. Wenn du jetzt also hier zum Beispiel auf den blauen Kreis mit den Buchstaben P und G klickst,
siehst du, dass es sich um den Konsumgüterhersteller Procter & Gamble handelt und dass sich hinter diesem Konzern dir bekannte Marken wie Ariel, Always oder auch Oral-B verstecken. Das Besondere am Community-Fonds ist, jeder User darf bei der Zusammensetzung des Fonds mitbestimmen. Jedoch können nur Unternehmen ausgewählt werden, welche die grundsätzlichen Erfordernisse von On360 erfüllen. Dazu zählen unter anderem, dass das Unternehmen in unseren Breitengraden nachhaltig wirtschaftlichen Wert schöpfen muss. Das bedeutet, die Unternehmen schaffen eben Arbeitsplätze und können nachhaltige steigende Gewinne sowie Umsätze vorweisen. Ja, und so ist es wenig verwunderlich, dass sich im Fonds Unternehmen wie die Post, Visa oder der Verbund befindet. Aber auch ESG-Kriterien spielen bei der Zusammensetzung der Unternehmen im Fonds eine Rolle. Wenn wir schon beim Thema ESG sind, erst kürzlich wurde der Community-Fonds mit 5 von 5 Sternen beim ISS ESG-Rating bewertet. ISS ist eine führende Ratingagentur in Bezug auf Nachhaltigkeitsthemen. Vielleicht fragst du dich jetzt, was der ganze Spaß denn kostet. Denn wie du vielleicht weißt, stehen wir aktiv gemanagten Fonds gegenüber aufgrund der hohen Kostenstruktur sehr kritisch gegenüber. Auf Instagram und YouTube haben wir zudem eigene Inhalte online, wo wir eher davor warnen. Und jetzt plötzlich äußern wir uns positiv dem gegenüber? Ja, es stimmt. Aktiv gemanagte Fonds haben in der Regel einen hohen Kostenapparat. Das Besondere beim On360 Community Fonds ist es, solange du diesen Fonds in der App besparst, kostet er entweder ein bisschen unter 1% pro Ausführung oder gar nichts. Einmalzahlungen sind immer mit einer geringen Kostenquote von unter 1% verbunden. Wenn du den Fonds in Sparplan besparst, werden die Kosten unter Umständen rückerstattet. Die Rückerstattung ist immer an gewisse Kriterien gekoppelt. Aktuell musst du zum Beispiel regelmäßig beim Community ESG Voting mitmachen, damit deine Kosten von der Sparplanausführung zurückerstattet werden. Es lohnt sich also, wenn du in der App aktiv bist. Kosten wie einen Ausgabeaufschlag gibt es bei der On360 App übrigens überhaupt nicht. Der Ausgabeaufschlag ist eine Gebühr, die bei aktiv gemanagten Fonds anfällt und zwischen 4-6% beträgt. Du siehst also, der Fonds, den du in der App besparst, ist ein professionell aktiv gemanagter Investmentfonds, nur eben ohne den ganzen Kostenapparat rundherum. So bleibt dir am Ende des Tages mehr für deinen persönlichen Vermögensaufbau. Jetzt stellst du dir vermutlich die Frage, wie On360 Geld verdient. Von Luft und Liebe werden sie wohl eher nicht überleben. Das Team von On360 hat es geschafft, neben einem Finanzprodukt, das man ohne schlechten Gewissen seiner Familie und Freunden weiterempfehlen kann, eine informative und optisch sehr ansprechende Plattform zu entwickeln, um dort Finanzwissen und vieles mehr zu teilen. Den Gründern ist es gelungen, viele tausende Finanzinteressierte regelmäßig auf die App zu bringen. Die Unternehmen im Fonds haben mit On360 die Möglichkeit, hautnah mit Anlegern zu kommunizieren. Weil für Coca-Cola ist es zum Beispiel auch sehr interessant zu wissen, was Privatanleger bzw. du als Investor bei On360 vom Thema Recycling hältst. Und dadurch kann das Unternehmen mitbekommen, wie die Stimmung der Investoren bzw. wie deine Stimmung derzeit ist. On360 bereitet Inhalte von diversen Unternehmen, wie zum Beispiel McDonald's oder der Post auf und teilt diese in der App mit den Anlegern. Für diesen Service berechnet On360 den Unternehmen Geld. Du siehst also eine Win-Win-Win-Situation. Du als Anleger bekommst ein kostenloses Finanzprodukt, also den Fonds. Die Unternehmen bekommen die Möglichkeit, sich mit Privatanlegern auszutauschen und ihnen Inhalte zu präsentieren. Und On360 hat sein ursprüngliches Ziel erreicht, jeden einfach und kostenlos an der wirtschaftlichen Entwicklung mitverdienen zu lassen. On360 publiziert aber nicht nur die guten Seiten von Unternehmen, sondern informiert auch über Kritisches, sodass du dir wirklich deine eigene Meinung bilden kannst. Okay, jetzt weißt du, was On360 ist. Eine App, in der du einen kostenlosen, aktiv gemanagten Fonds besparen kannst. Du weißt, dass du somit am Erfolg der Unternehmen im Fonds mitverdienen kannst und dass On360 ihr Geld mit dem Erstellen von Inhalten verdient und dadurch das Produkt unter den vorher erwähnten Voraussetzungen kostenlos anbieten kann. Kommen wir nun zu einem Highlight in der On360 App, dem BizQuiz. Daher gleich einmal eine Quizfrage an dich. Wer verglich Börsengewinne mit Schmerzensgeld? War es André Costolani, Robert Kiyosaki oder Olaf Scholz? Hättest du diese Frage gewusst? Wenn ja, hättest du bereits eine Frage des BizQuiz richtig beantwortet und wärst einen Schritt näher an kostenlosen Fondsanteilen. On360 stellt nicht nur ein kostenloses Depot zur Verfügung und ermöglicht dir kostenlos einen Fonds zu besparen, sie sind auch der einzige Anbieter, den ich persönlich kenne, der dir dann auch noch einmal die Chance gibt, Fondsanteile zu gewinnen. Und das Ganze wöchentlich. Das Ganze nennt sich, wie erwähnt, BizQuiz. Dabei handelt es sich um ein Live-Quiz, das jeden Dienstag um 20.15 Uhr stattfindet. Je aufmerksamer du die aktuellen Inhalte in der App gelesen hast,
desto größer sind deine Gewinnchancen. Die Quizfragen testen dein Wissen aus den Inhalten der Artikel, die das Team in der vergangenen Woche veröffentlicht hat. Zu gewinnen gibt es mindestens 1000 Euro, die unter allen Gewinnen gleichmäßig aufgeteilt werden. Unserer Erfahrung nach kann man durch das Quiz zwischen 5 bis 10 Euro pro Woche dazu verdienen, sofern man es schafft, alle 10 Fragen richtig zu beantworten. Deine Gewinne werden in der App gesammelt und ab 10 Euro werden sie automatisch in neue Voranteile eingetauscht. So kannst du deinen Vermögensaufbau noch einmal einen kleinen Schub nach vorne geben. Neben dem Quiz gibt es auch immer wieder andere Gewinnspiele. Aktuell kannst du zum Beispiel einen Aufenthalt in einem Ruby-Hotel in Düsseldorf gewinnen. Vor kurzem war es ein Krypto-Stamp von der Österreichischen Post. Oder letztes Jahr erinnere ich mich auch noch an einen ÖBB-Modellzug im Wert von über 1000 Euro, den es da eben zu gewinnen gab. So kannst du mit dem Investieren bei Own360 starten. Lade dir die Own360-App herunter und schau dich einmal um, lies Beiträge und scrolle durch den Community-Feed. Du wirst schnell die Liebe zum Detail erkennen. Erstelle dir ein Depot und schließe die Legitimation ab. Kleiner Tipp am Rande, falls du einen Freund oder Bekannten hast, der ebenfalls Own360 benutzt, frage unbedingt nach seinem Einladungscode. So hast du und er etwas davon. Wenn du niemanden kennst, kannst du auch gerne einen unserer Einladungscodes nehmen. Ich verlinke dir diese in der Videobeschreibung weiter unten. Zurück zum Thema. Du kannst dir dann einen Sparplan erstellen und die Höhe deiner Sparplanrate festlegen. Deine generelle Sparquote sollte mindestens 20% von deinem Nettoeinkommen betragen. So kannst du einfach und unkompliziert mit dem langfristigen Vermögensaufbau starten. Noch nie war es so leicht und vor allem mit so geringen Sparsummen möglich, breit gestreut in Wertpapiere zu investieren. Frage mal deine Eltern oder Großeltern, welche Wege sie auf sich nehmen hätten müssen, um Aktien oder andere Wertpapiere zu kaufen. Du hast heute die Chance, einfach und unkompliziert in Wertpapiere mit Own360 zu investieren und so am wirtschaftlichen Erfolg diverser Unternehmen mitzuverdienen. Auch sehr wichtig zu wissen, Own360 führt natürlich die Steuern für dich ab, ganz egal, ob du den Fonds in Deutschland oder in Österreich besparst. Wie du vielleicht schon weißt, sind wir von finanzenverstehen.at schon recht lange zufriedene Kunden von Own360 und wir finden das Produkt rundherum sehr spannend und vor allem es ist einzigartig in Österreich und Deutschland. Own360 ist unserer Meinung nach ein sehr gutes Produkt für Anfänger, aber auch für Fortgeschrittene, die sich nicht mit dem Thema des aktiven Einzelaktienkaufs auseinandersetzen wollen. Ebenso ist es sehr fair und gemütlich und wie schon erwähnt, habe ich auch neben meinen Investments in Aktien und ETFs einen Sparplan bei Own360 laufen und bin damit sehr zufrieden, vor allem wenn ich mir die Rendite der vergangenen Monate anschaue. Mir gefällt die gute Lesbarkeit der Artikel sowie die optische Gestaltung der Inhalte in der App. Das Team von Own360 hat es geschafft, das Investieren wirklich greifbarer zu machen. Jemand, der noch nie was mit der Geldanlage in Wertpapiere zu tun hatte, kann über die Inhalte in der App laufend dazulernen und so mehr Vertrauen zu Wertpapieren gewinnen. Wenn ich mit Freunden unterwegs bin und sie mich fragen, wie sie mit dem Investieren starten können, brauche ich heute nicht viel mehr erklären als, ja, lade dir die Own360-App herunter, lies regelmäßig die Inhalte und taste dich so immer weiter vor. Einer meiner Freunde hat genau das im März 2020 gemacht und nahezu den perfekten Einstiegszeitpunkt getroffen. Gratuliere nochmal an der Stelle. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass Own360 den Kunden ein Erlebnis und vor allem den leichten Zugang zum Vermögensaufbau mit Wertpapieren bietet. Der Slogan Verdien an deinem Alltag ist komplett passend, denn hier wird aufgezeigt, dass jeder Konsument auch Profiteur der wirtschaftlichen Entwicklung eines Unternehmens sein kann. Vor allem mit dem Hintergrund, dass wir uns in Zukunft nicht mehr auf eine Rente, die zum Leben reicht, verlassen können, ist es an der Zeit, sich selbst Gedanken über die Altersvorsorge zu machen. Mit einem Sparplan bei Own360 ist der erste Schritt getan. Ja, und so kommen wir auch schon zum Ende dieses Videos. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du konntest neue Erkenntnisse für dich gewinnen. Hinterlasse uns doch gerne ein Abo und ein Like. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und denk daran, der beste Zeitpunkt, um ein Depot bei Own360 zu starten, ist genau jetzt.